So, das war gerade Aktion wieder. Ich zeige es aber gleich nachträglich, packe ich noch ein Video dazu, wie ich meine Drohne wieder fallen lasse. Und zwar sind wir hier in so einer Burg. Und? Lebt die? Ja, die lebt noch. Auf jeden Fall ganz geile Geschichte. Erstens richtig geil. Hier ist nicht viel, das ist wirklich nur ein Turm. Hier war wahrscheinlich früher Wohnzimmer von jemand. Aber das ist deren Balkon mit dieser Aussicht. So, und ich wollte ganz normal die Drohne und ab geht die Post. So, ich setze meine Drohne hier in die Flughöhe, also in meine Stehhöhe sozusagen, ist sie gestartet. Ich fliege hier raus, fahre nach unten. Dann will ich nach oben und sagt, ja, sie haben ihre Maximalhöhe erreicht. Und fertig. Du kannst machen, was du willst. Das Ding bewegt sich nicht vom Fleck. Das hängt da und fertig. Das kannst du links, rechts, sonstiges machen. Aber sonst gar keine Chance. Boah, das hatten wir schon mal, ich glaube in Sächsische Schweiz. Da war aber Gott sei Dank zwar hoch auf dem Berg, aber immerhin konnte ich meine Drohne gut landen. Aber hier ist es nicht möglich, weil wie gesagt, sie hängt da unten und ich könnte über diese Geländer hier nicht hochtreiben. Also habe ich versucht, durch ganz schmale Schlitzfenster, seht ihr das? Hier sind ganz noch schmaler, da ist etwas breiter, aber ich musste es halt durch die Kamera steuern und das Ding ist dann natürlich irgendwann mal am Wand gestoßen und runtergefallen, aber zum Glück nicht hier rein, sondern nach draußen. Dort könnten wir es auffangen. Puh, ich hatte schon mal die in See versenkt. Dieses Mal haben wir Glück gehabt, ungefähr 2 Stock hoch ist die gefallen. Aber ich habe sie wieder. Die So, hier ist das Video.